Heute bauen wir mal wieder ein getuntes Auto auf unsere Minecraft-Straßen, damit wir hier natürlich wieder abends ein bisschen rumdriften können. Aber bevor es natürlich losgehen kann, müssen wir dieses schicke Auto einmal bauen. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für unser getuntes Auto holen wir uns heute mal ein bisschen schwarzen Beton raus. Passen dazu denn ein paar Steinknöpfe. Ein weißes Banner begleitet uns wie schwarze Farbe. Was wir damit gleich anstellen, zeige ich dir natürlich. Denn um uns auch glatte, rote Sandsteintreppen. Davon bitte nochmal die Stufen. Ein Trichter ist mit bei, wie ein paar Schilder. Einmal Akazienschilder bitte. Und dazu noch die, na, wie heißen die? Kamisinschilder. Zuallererst wollen wir einmal was mit dem weißen Banner machen. Dafür braucht ihr nochmal einen Webstuhl. Da gehen wir einmal rein. So, weißes Banner rein, schwarze Farbe rein. Ihr könnt einmal einen Rahmen euch platzieren und da machen wir nochmal ein Pluszeichen. Und schon haben wir unsere schicken Scheinwerfer erschaffen. Ihr könnt die Scheinwerfer natürlich in jeder Farbe machen, wie ihr wollt. Die wollen wir natürlich jetzt gleich mal einbauen. Wir nehmen jetzt erstmal unseren schwarzen Beton und machen unsere Räder hin. Die Räder haben einen Abstand zueinander von 3 Blöcke nach vorne und zur Seite jeweils einen Block. So, jetzt entscheiden wir uns, wo ist vorne, wo ist hinten. Bei mir ist hier vorne. Ich mache mir natürlich nur 2 Scheinwerfer rein. Das heißt, einen auf der linken wie rechten Seite. Darauf könnt ihr gleich hier einmal eine Treppenreihe euch langsetzen. Dann gehen wir an die Seite. Da macht ihr gleich in einem ersten Rad einen Block hin. Treppe hin, Treppe einmal anecken. So, andere Seite auch nochmal. Also erst Block, Treppe und Treppe so, dass er aneckt. Auf der Rückseite machen wir einfach mal in der Mitte eine umgedrehte Treppe und an der Seite hätte ich gerne meine Trichter. Das sind unsere, ja, soll unser Auspuff sein von unserem Auto. Natürlich müsste der Auspuff so sein, dass das Ganze nach hinten geht. Das heißt, wir müssen einfach mal einen Block hinsetzen, Trichter ran. Dann haben wir den ersten Auspuff. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich das auch nochmal machen. Na, muss man auch treffen. So, zweiter Auspuff. Jetzt könnt ihr ganz hinten schon mal eine Stufenreihe euch hier lang setzen. Danach setzen wir an den Seiten 2 Treppen hin. Hier ganz hinten lassen wir es erstmal offen für unseren Motor später. Auf der Vorderseite, wo unsere Motorhaube ist, da könnt ihr nochmal 2 weitere Blöcke hier platzieren. Und hier in der Mitte, wo denn natürlich unser Fahrer sitzt, da könnt ihr gerne den Boden austauschen, wenn ihr wollt. Auch nochmal mit unseren Sandsteinen. Zu guter Letzt verbauen wir natürlich noch einmal unsere Schilder. Auf der Vorderseite nehmen wir natürlich unsere Kennzeichen. Da habe ich mir gedacht, nehmen wir die Kamisinschilder. Eins auf der Vorderseite und Rückseite. Ne, wir sind ja ordentliche Fahrer. Dann könnt ihr noch eure Kamisinschilder nehmen. Die wollte ich meiner Seite einmal platzieren. Schön hier einmal so lang tackern bis nach vorne. Hier den einen Block lassen wir nochmal noch frei. Und ganz vorne setzen wir 19. So, dass wir an der Seite 4 Stück haben. Bei unseren Rädern könnt ihr natürlich dann gleich einmal die Knöpfe noch verbauen, dass die auch erstmal weg sind. So, andere Seite auch nochmal. Und hier, nicht vergessen, die Schilder nochmal platzieren. Wunderbar, dann sind wir erstmal mit diesen ganzen Blöcken fertig und tauschen die einmal aus. Denn weiter geht's hier mit unseren Birkenholztreppen. Ein Schleifstein begleitet uns. Als Glasfarbe für unser Auto nehme ich jetzt mal wieder schwarzes Glas, finde ich ganz passend. Dann holen wir uns nochmal konstruktionsleere Blöcke raus oder ihr nehmt Faden oder ihr nehmt unsichtbare Blöcke, also Barriereblöcke, Pipapo. Ihr könnt auch gerne Redstone-Schnur nehmen. Tobt euch aus. Ihr seht noch, wofür wir die brauchen. Dann holen wir uns noch ein bisschen Teppich raus, einmal orange wie schwarz. Denn ein Hebel begleitet uns und ein Kopf, welchen ihr nehmen wollt, ganz euch überlassen. Ich nehme jetzt einfach den Skelettkopf. Und natürlich für unseren Motor entschied ich mich heute für den Amboss. Wollen wir erstmal, sage ich mal, unseren Sitz einbauen. Dafür nehmen wir natürlich unsere Treppe. Und als Lenkrad entscheide ich mich heute für den Schleifstein. So, an den Seiten hier können wir schon mal gleich einmal unsere Fensterfront hier lang setzen. So, schön einmal lang. Wunderbar. Jetzt könnt ihr Faden nehmen oder diese unsichtbaren Blöcke. Denn hier drauf möchte ich mir jetzt gerne mein Dach machen. Das geht halt nur, wenn wir hier etwas noch platzieren. So. Ich mache mir jetzt in der Mitte so einen schönen Streifen aus orangen Teppich hin und an der Seite nehme ich mir einfach einmal ein bisschen schwarzen Teppich. So, das ziehen wir uns hier bis nach hinten einmal lang. Und dann können wir schon nach unserem Dach hier hinten einmal unseren Motor reinsetzen. Da könnt ihr auch andere Blöcke nehmen, wenn ihr wollt, aber ich finde den Amboss, der passt ganz gut dafür. Dann nehmen wir auch gleich nochmal den Hebel an die Seite. Hier mache ich mir dann einfach mal, naja gut, jetzt müssen wir erstmal einen Block hinsetzen, denn ich möchte mir meine Seitenspiegel so machen, dass sie so ein bisschen schräg sind. Das sieht immer ein bisschen schicker aus, als wenn die stumpf gerade sind. So, einfach einen Block hin. So, hier seitlich gucken. Wunderbar. Kopf ist da. Hebel unter und fertig. Der Wagen sieht schon wirklich schick aus, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Denn eine Sache fehlt noch für so eine getunte Karre. Muss einfach ein Spoiler ran. So, wir nehmen mal ein bisschen Zaun.
Also ein bisschen das Soundtor natürlich. Was wollen wir immer hier einmal an die Karre platzieren? Und darauf könnt ihr jetzt ganz einfach hier, zack, dreimal unsere Falten platzieren. So, schön hier drei Stück drauf. Und an der Seite setzen wir dann nochmal jeweils eine hin. Oh, die können wir einmal nach oben stehen lassen. Wir haben so einen schönen, großen, fetten Spoiler hier einmal dran. Zu guter Letzt musst du natürlich nur einsteigen, Schlüssel umdrehen und dann gibst du ein bisschen Gas und driftest hier durch deine Straßen. Du kannst auch gerne bei uns oben in die Infobox reinschauen, da habe ich dir noch ein paar Videos zusammengestellt. Oder abonniere den Kanal, dann bist du immer auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar nichts mehr. Tja, sonst war es das wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao.